Bin ich richtig? Yes. Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer, wir gehen in die sechste Runde. Ich wünsche allen viel Spaß und viel Erfolg. So in between, all you guys, you have a chance to watch for the scoreboard. If you type in exclamation mark scoreboard like I do right now, there's an Excel sheet. You can watch the points and who's playing next and so on and so on. And for POVs, type this in chat and you have the chance to watch the tournament in different POVs from the streaming competitors. All right. Sechste Runde. Wir begrüßen hier auf der linken Seite Deep End zusammen mit dem Arms Warrior AK und Rungo, unsere Machine Gun Elemental Shaman. Und auf der rechten Seite haben wir Rexley Snipes, Titelverteidiger, Gewinner des letzten Solo Shuffle Tournaments und Insane auf Unholy DK und Yanko auf dem Boomy. Junge, Junge. Also ich bin echt gespannt, wie das heute noch ausgeht. Wir haben nach dieser Runde noch zwei Runden zu spielen, dicht gefolgt von einer Final Round. Oh, 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 oh. So, let's go. So, Deep End kriegt gleich erstmal einen Bash rein. Jenkot versucht ihn noch in Clone zu kriegen, wurde aber interrupted, droppt jetzt aber auch 50% low. Rexy Snipes hält ihn aber nochmal voll. Keine großen Defensive Cooldowns wurden hier doch wurden getradet, da ist natürlich Barkskin raus und der Self-Heal von der Eule plus die Dorn sind auch gerade am Ticken. Ich hoffe nur, dass die das hinkriegen, im nächsten Go das auch noch irgendwie zu avoiden, weil Arkay hat sich hier so ein bisschen auf die Eule eingeschossen. Und Rungo verteilt fleißig seine Flameshocks und ballert natürlich von außen hin. Ach du Scheiße, Yanko droppt gefährlich low. Anti-Magic Zone plus Cocoon von Rexley Snipes hier gezogen, um Yanko nochmal sicherheitshalber zu toppen. Und okay, Die by the Sword. Und also, Junge, 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 hauen die hier der Eule wirklich auf den Dötz, ne? Das ist also, ich weiß nicht, wie es aussieht mit den Offensive Cooldowns, weil die werden zwar angezeigt, aber es scheint nicht irgendwie getriggert zu werden. Oder er hat sie einfach noch nicht gezogen, das weiß ich nicht, I don't know. Kann aber auch buggy sein. So, ja, eigentlich beide Teams jetzt gleichmäßig getoppt. Yanko versucht hier so ein bisschen Abstand zu kriegen. Haut natürlich hier jetzt gut Damage auch raus, kassiert aber natürlich auch wieder sehr, sehr viel Schaden. Was natürlich schwierig macht. Hat jetzt so ein bisschen guten Abstand gekriegt. Schafft es hier zusammen mit Insane AK runterzudroppen. Der kriegt einen Cocoon von Deep End. Und Yanko geht jetzt hier ins Aus. Es ist echt schwierig. Zumal wir jetzt irgendwie auch das Battle of the Monks haben. Wir haben auf der rechten Seite Deep End. Der spielt Mistweaver zurzeit. Und wir haben auf der linken Seite haben wir Rexley Snipes, der Fistweaver spielt. Und ja. Also beides ist in gewissen Situationen sehr, sehr stark oder kann sehr, sehr stark sein. Die Frage ist, ob man diese Situation hier auch schaffen kann, ne? Also Rexley Snipes ist natürlich als Fistweaver beziehungsweise seine Mates sind darauf angewiesen, dass er halt auch in der Nähe ist und Schaden machen kann, um hier zu kriegen. Und Deep End ist natürlich eher auf Range unterwegs. Aber da ist natürlich ein Swap auf ihn umso schmerzhafter, ne? So, da kommt ein Root Beam von der Eule. Und da wird die Incarnation gezogen und da wird erstmal rausgekloppt. Da fliegen die Star Surges. Arkay droppt low, muss Die by the Sword ziehen. Yanko hat hier auch seine Dorn an, plus sein Barkskin geused. Rungo auch schön defensive-mäßig das Grounding genutzt vorhin. Castet jetzt hier die Hexes. Und Arkay interrupted diesen. Insane droppt seine Anti-Magic Zone. Und, Junge, also was hier passiert, ist wirklich heftig. Kannst du DPS-Meter einblenden, bitte? Scheiße, scheiße. Oh mein Gott. Sorry. Sorry. Details, Details. Wo ist Details? Ich muss reloaden. Mach ich nicht.
Kann ich nächste Runde machen, sorry. Mache ich nächste Runde, tut mir leid. Habe ich nicht dran gedacht, aber wenn ich das jetzt mache und reloaden muss, dann und irgendwas schief geht, you know, das ist nie so geil. Dann müssen die das wiederholen, das will ich nicht. Yankee droppt hier gefährlich low, unter 50%. Dawn sind ausgelaufen, hat sein Barkskin geused, kann jetzt hier aber noch super getoppt werden von Deep End. Der sitzt aber im Incap into Frog und castet jetzt hier die Heals, kriegt sofort einen Counterspell vom Schaman rein, streamt jetzt aber seinen Heal raus und kann Yanko nochmal befeuern. Dann kommt der nächste Range-Kick auf Deep End und das reicht halt aus, um hier Yanko zu killen. Das ist auch echt, das ist auch eine gemeine Sache, ne? Wenn der Low droppt und als Monk musst du halt hart casten, um zu toppen. Und da warten natürlich die gegnerischen DPS einfach nur drauf, ne? Die gerade DK und Schamane haben beide einen Range-Kick. Und das macht es halt umso schwieriger. Okay, Yanko gleich in Bärform. Verteilt hier erstmal Mondfeuer im Bären. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. So. Okay, droppt low. Unter 50% hier. Also, das ist ja eigentlich jetzt eine schöne. Also, eigentlich total widersprüchlich, dass jetzt hier zwei Rangers mit einem Fist Reaver zusammenspielen. Aber die scheppern hier ordentlich Damage raus. Und das sieht man halt gerade auch auf der Seite von Deep End, der jetzt im Clone sitzen muss. Wir haben hier. Okay, der gefährlich low droppt. Und stirbt. Also, wow. Rongo und Yanko zusammen in der Combo. Echt heftig. Was bringt dieses Shuffle-Turnier? Also, in erster Linie bringt das sehr, sehr viel Spaß. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass das unsere kleingeschrumpfte PvP-Community, die ja irgendwie gefühlt von Patch zu Patch immer kleiner wird, vielleicht wiederbeleben lässt. Und dass die Leute nicht immer nur auf Rating ballern und Gear und pushen und hier und so weiter, sondern halt einfach mal auch mal Spaß haben dabei. Und genauso wie Mvoker das auch schon sagt, Spaß und Unterhaltung. So, nächste Runde. Yanko auch schon wieder unter 50%, hat sein Shadow Melt gedrückt, da kommt der Root Beam auf. Deep End, der sittet den Fulltime, kriegt einen Incap hier von Rexley Snipes rein, gedrückt. Insane droppt low, gefährlich low und hat aber seinen Anti-Magic Shield schon gezogen. Da kommt die Zone, kann der Damage hier nochmal gestoppt werden. Arcade droppt low und ich finde es ganz gut, dass Yanko hier gerade nicht Main Target ist, weil so hat der ein bisschen mehr Freiraum, hier ein bisschen mehr Schaden zu machen und das Game mit seinen Clones so ein bisschen zu kontrollen. Big, big, big. Und da fliegen auch die Vollmonde da vom Himmel hinab. Insane. 50% low. Yanko kann gut getoppt werden. Da ist Rexy Snipes gut dabei. Da kommt das Lasso auf Yanko. Plus ein Counterspell von Insane. Und Insane scheint hier das Target zu sein. Cocoon. Deep End muss einen Cocoon ziehen, um Insane hier wieder auf Kurs zu bringen. Yanko. Dornen. Barkskin und ja, ist getoppt worden und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, ne? Wir haben aber auf Rexy Snipes, hat noch seinen Cocoon ready, Deep End hat jetzt nicht mehr so viel, Insane auch nicht und der droppt auch sehr, sehr gefährlich low und jetzt reicht eigentlich nur wieder irgendwie ein kleiner Counterspell oder sonst irgendwas und was ist da passiert? Was ist da passiert? Haben die da Yanko weggeboxt? Ach du Scheiße. Oh nee, die spielen noch eine Runde. Oh Gott sei Dank. Ach du Scheiße, damit habe ich gar nicht gerechnet. Vielen lieben Dank, Mvoka, und vielen Dank, Worst Game, by the way. Blub. Vielen Dank fürs Folgen an dieser Stelle. Ich habe mir gedacht, warum hast du von M-Shield den Namen? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es schade, dass M-Shield dieses Mal nicht dabei ist. Der hat sich letztes Shuffle-Tournament nämlich sehr, sehr gut geschlagen. So. Insane.
Enter Magic Shield. Deep End ist hier mal Target of Choice am Anfang. Konnte aber natürlich seine Death-CDs natürlich sparen. Ist jetzt auf Distanz und kann hier das ganze Team toppen. Rexy Snipes droppt gefährlich low. Erster Defensive Cooldown dort auf der Seite. Akai und Rungo sehen aber ganz gut aus. Jenko, da wird schon wieder auf Jenko rumgehackt. Sag mal, lass doch mal die arme Eule in Ruhe hier. Meine Güte, da kommt der Kokon, ist wieder getoppt und Insane droppt low. Insane droppt gefährlich low. Was können wir da bloß machen? Ach du Scheiße. Arcane Rage, vielen lieben Dank für deine 2 gegifted Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, nächste Runde. Junge, jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, für den nächsten Shufflepot, vielen Dank. Ich glaube, die Leute, die finden das dann richtig gut. Dann haben wir wieder was. Dann haben wir wieder was. Ich muss ja der Gold kaufen, weil farmen kann ich ja nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Junge. Also, ich kann es einfach nur noch mal wiederholen, ne? Ich sitze ja vorher, ich guck mir an, wer teilnimmt, auf welchen Klassen und so. Und man macht sich dann natürlich schon so ein bisschen Gedanken, wer ist so Favorit, wie sieht's aus und so weiter. Ich könnte was anbieten zu einem guten Zinssatz. Wie letztes Mal beim Add-on-Release. Aber das machen wir bei der LAN-Party dann. Da komme ich nochmal drauf zurück. Also was ich sagen wollte ist, man macht sich so ein bisschen Gedanken, wie das Ganze laufen würde. Wer Favorit ist, wer nicht. Jenko wieder gefährlich low, kriegt hier einen Cocoon und kann hier nochmal getoppt werden. Aber die Leute haben sich jetzt einfach auf Jenko eingeschossen. Ne? Also da wird auch nicht mehr abgelassen, da wird auch durch Cocoon durchgeprügelt. Das interessiert die gar nicht mehr. Hauptsache, die Eule kriegt keinen einzigen Cast mehr raus. Also das ist natürlich sehr, sehr wild. Aber ich muss sagen, hingegen aller Erwartungen, die ich hier hatte und so Prognosen, die ich für mich in meinem Kopf so zusammengesponnen habe, muss ich sagen, es läuft ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also hier sind Leute Favorit, die ich nicht als Favorit gesehen hätte in erster Linie. So, und gerade auch, wie die Leute sich halt schlagen in den Shuffles und wie die so spielen, da bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Also echt sehr, nicht schlecht. Also Shoutout da an alle Teilnehmer. Das ist echt eine krasse Sache. Jenko gefährlich low wieder gedroppt. Und da ist der Kill. Da ist der Kill. Also, so wie das hier schon wieder in der Runde aussieht, die schießen sich auf die Eule ein und da wird reingedroschen, komme was wolle. So, und das war die 6. Runde, glaube ich. Das war die 6. Runde. Und wir machen hier einmal wieder einen Screenshot. Boop.